Ja, hi, heute nochmal euer Unilever Kundendienst mit einem Protesttagebuch. Und zwar war das eine Aktion in Prenzlauer Berg und da ist was sehr Lustiges passiert. Ihr seht hier den Beginn einer Blockade. Da seht ihr zwei Damen von der letzten Generation und einen kurzen Blick auf die Mittelstraße und die ziehen ihre Westen an und dann passiert was. Polizei, können Sie gleich stecken lassen. Erstmal die Bahn an die Jäger. Leisten Sie bitte keinen Widerstand. So, also zwei Zivilpolizisten, eine Zivilpolizistin kommen, leisten Sie keinen Widerstand und so weiter. Und euch ist vielleicht ein bisschen was aufgefallen, wenn ihr da mal hingeguckt habt, genau wie die ihre Westen angezogen haben. Und ihr seht, die sind so, ja, ich sag mal, sehr forsch und man sieht, die denken, die haben jetzt irgendwie hier den Catch gemacht. Jetzt zieht der seine Weste an. Genau, es geht im Grunde genommen nicht nur um Westen, wer welche anhaben darf. Aber gehen wir nochmal ein Stück zurück. Gucken wir nochmal genau an, wie die sich die Weste anziehen. Seht ihr das? Guckt mal, wie offensichtlich das ist, wie auffällig. Und die gehen, machen überhaupt keine Anstalten, auf die Straße zu gehen. Hätte man eigentlich stutzig werden sollen und das auch zu Recht. Denn was als nächstes passiert, ist das hier. Ich renne. In diesem Moment wundere ich mich, dass keine Polizisten mir nachrennen. Und hier sieht man die Blockade an der nächsten Ecke. Das war nämlich eine Ablenkung. Und hier sieht man gleich noch was. Man sieht hier, wie ein Passant den Transporterfahrer da, der Gewalt anwenden will an den Protestierenden der letzten Generation, abhält, was sehr gut ist. Und das würde er auch machen und er fährt jetzt auch ein Stück zurück und so weiter. Und die Blockade wird einfach an der nächsten Ecke laufen. Die Geschichte hinter der ganzen Sache war, dass wir gesehen haben, dass dort Zivilpolizisten sind. Und zwar an der Straßenbahnhaltestelle. Die sind aus vielen Gründen sehr, sehr offensichtlich. Und dann haben wir uns einfach entschieden, eine Fake-Blockade zu machen. Eine zweite Blockade. Hier seht ihr noch einen Lastenradfahrer, der die letzte Generation lobt. Und wir haben einfach gedacht, naja, gut, wenn die halt nicht wollen, dann wollen wir auch nicht. Und dann haben wir das halt gemacht, dass die beiden Damen sich da, ja, mit mir sozusagen in ganz offensichtlichen Westen geworfen haben. Ich bin dabei so ein paar Schritte zurück. Ich war informiert und hab mal auf die nächste Ecke geguckt. Und sobald sich da Leute hingesetzt hatten, dann rief eine Straßenbahnfahrerin rüber zu den Polizisten, was auch lustig ist, weil Straßenbahnen können ja daran vorbeifahren. Die war auf so einer Mittelschiene und so weiter, aber scheint wie Lastwagenfahrerinnen zu sein, Identifikation mit der Straße. Ja, und sobald die gerufen hat, bin ich losgesprintet wie ein Verrückter, was ihr eben gesehen habt, und hab gedacht, auf einmal rennt mir dann natürlich die ganze Polizei hinterher. Nichts ist passiert dergleichen. Die sind mir hinterhergelaufen wie begossene Pudel dann ein bisschen später. Und haben dann auch irgendwann gesagt, ich glaube, die haben uns veräppelt. Was auch stimmt, exakt so war es. Vielleicht haben wir das noch irgendwo drauf, wo die kommen. Nee, leider nicht. Also die kamen dann relativ, ich sag mal, kleinlaut zurück. Natürlich ist dann, die waren aber dann ganz umgänglich die meiste Zeit. Allerdings zum Schluss kam natürlich immer das, was kommt bei Blockaden und wo mittlerweile auch viele der Meinung sind, das ist angesagt, Schmerzgriffe. Hier seht ihr sie. Aufstehen, 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 aufstehen. Leisten Sie keinen Widerstand, los, stehen Sie auf. Leisten Sie keinen Widerstand. Sie machen sich schwer. Michael, pack mal noch mal die Tür. Aufstehen. In der Mitte. Hoch. Ja, schwer anzusehen. Päckchen, falls ihr das nicht kennt. Da nehmen die Protestierenden quasi ihre Knie und machen dann gleichzeitig ihre Arme, ziehen die an und legen ihre Arme rum und dann kann man jemanden ganz einfach tragen. Das kann jeder Polizist, das können die auch so. Und das machen Polizisten ganz oft nicht, obwohl es ihnen vorgeschrieben wird. Das ist das mindeste Mittel. Amnesty International und Amnesty Polizei haben beide festgestellt, dass Schmerzgriffe Folter sind, weil friedliche Protestierende wenden keine Polizei an. Es sind auch keine Transportgriffe, wie irrtümlich von der Polizei behauptet wird. Es sind Schmerzgriffe. Das ist auch in geleakten Unterlagen der Polizei ersichtlich zu den Schmerzgriffen. Und ja,
die sind einfach nicht anzuwenden da. Und die letzte Generation hat das jetzt auch in 95 Fällen dokumentiert. Viele davon findet ihr auch hier auf dem Kanal und bei der Polizei eingereicht. Gut, das davon abgesehen, aber man muss einfach sagen, auch die Dame hier habe ich dann im Blumenbeet gefunden, mehr oder minder. Die hat ein ganz tolles Statement gemacht, das könnt ihr euch auch mal ansehen auf dem dazugehörigen Video. Ich habe die dann noch gefragt, ob die Psychologin ist. Dem war nicht so, die hat einen technischen Beruf, also ganz eindrucksvoll. Und ich muss wirklich sagen, meine Vorurteile haben sich hier nicht bestätigt. Hier seht ihr Neubürger aus der Ukraine, die mal interessiert sind, was da los ist. Bei mir war es ja so, ihr habt im letzten Protesttagebuch gesehen, Neukölln war ich nervös und Prenzlauer Berg ist eigentlich immer eine ruhige Kugel, weil man muss es einfach sagen, die Leute da sind, es hat teilweise wirklich wahrscheinlich was mit Bildung zu tun, wahrscheinlich auch mit Wohlstand, aber die sind sehr selten gewalttätig, verstehen das Anliegen und so weiter und so fort. Natürlich sind die privilegiert und ich bin auch kein Fan von Prenzlauer Berg, genau deswegen, weil das halt alles totgentrifiziert ist. Man muss aber trotzdem sagen, dass die Lösung nicht ist, dass alle irgendwie krasses Ghetto abfeiern und sonst was oder so, sondern dass die Leute aus dem in Anführungszeichen Ghetto darüber informiert werden, was halt jetzt los ist und was wir machen müssen, weil die Klimakatastrophe wird alle betreffen, egal ob Neukölln, Prenzlauer Berg, Berlin, Bayern, München, Timbuktu, ist völlig egal. Ja, aber so viel zu dieser Blockade und so viel zu Zivilpolizisten. Die gute Nachricht ist, dass es gab eine Woche voller Zivilpolizisten und die Polizei Berlin konnte das nicht halten. Also da waren bei jeder Aktion 10. Und das ist jetzt nicht mehr so und das ist auch gut so, dass der Staat seine Ressourcen auf wichtigere Sachen macht und dass die Proteste hier nicht kriminalisiert werden, sondern dass ja die letzte Generation macht, was sie macht, dass die Regierung in Zugzwang gebracht wird und dass die Proteste dann hoffentlich auch bald aufhören können, wenn Herr Olaf Scholz, falls Sie hier zusehen, endlich mal ein bisschen Klimaschutz macht. Vielen Dank, euer unignorierbar Kundendienst.